Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 2, dem Remake. Wir sind am Ende angelangt, wir müssen jetzt flüchten, bevor die ganze Einrichtung hier explodiert. Wir haben 10 Minuten Zeit, das heißt, wir müssen jetzt hier richtig ran, Alter. So, jetzt sind wir hier richtig wild. Wer ist da? Claire! Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör mir zu. Du musst hier raus. Schnell! Ja. Gib einen Weg raus. Wir schaffen das. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon? Die Verbindung bricht ab. Vergiss mich. Verschwinde von hier. Verdammt! Jetzt aber los. Weg, du Wichser, Alter! Hier krieg ich so eine Granate ab, Alter! Bäm, Junge! Gottes Willen! Ich muss weiter! Aber sowas von. Ich glaube, das Armband. Ich weiß, ich bräuchte es noch. Ich glaube nicht mehr. Yalla. Was zur Hölle?
Digga. Überhaupt nicht wehgetan. Rennschlampe. Ich hätte hinter so einen Stein müssen. Das Spielmodus assistiert wechseln und fortfahren? Nein! Warum soll ich so assistiert wechseln, Digga? Weil ich jetzt einmal verreckt bin oder was? Ich habe einen Fehler gemacht. Man muss sich, glaube ich, hinter so einen Stein stellen, wenn er diesen Move macht. Digga, was ist assistiert, Alter? Oh, Baby. Jetzt sind wir hier. Ey, da. Kommt das Ding denn? Oh, du Bitch. Mit. Mist. Nichts mehr aus hier.
unglaublich, aber ich vermisse sie. Geschafft. Hab ich dir doch gesagt. Yay!
Ja, solider A-Rang. Ein solider A-Rang. Wir haben nicht ein einziges Mal gespeichert. Ist aber relativ gut geworden. Letztendlich 46 Minuten drüber, das ist okay. Fürs erste Mal jetzt seit Jahren, wo ich es wieder spiele. Und wenn ich das mit unendlich Munition spiele und alle stehen und liegen lassen, nur die Quest verfolgen, du, also wirklich die Hauptstory, nur die wichtigsten Sachen einsammeln, kommt man da locker, kann man da fast nochmal 3 Stunden abziehen. Vielleicht 2,5, 3 Stunden. Easy. Ich werde das Ganze jetzt erstmal schneiden. Ich werde mal gucken. Wir werden. Das Problem ist, es gibt ja auch noch eine B-Run, ne? Also Leon und Claire kann man einmal im A-Run spielen. Das ist der Hauptweg von beiden, der erste Weg quasi. Und dann gibt es einen sekundären Weg, was man mit beiden auch spielen kann. Das würde ja schlussendlich heißen, 4-mal müsste man es spielen, um alles gesehen zu haben. Das heißt, jetzt müsste man den B-Run mit Leon spielen, den A-Run mit Claire und den B-Run mit Claire. Ich werde jetzt aber erstmal nur die zwei machen. Also ich werde jetzt erstmal Claire noch den A-Run machen. Den ersten Run. Und maybe mal gucken, mache ich dann von beiden noch einen B-Run. Ich werde gucken. Doch. Aber ich werde jetzt erstmal die Videos schneiden von Resident Evil 2, dass die alle fertig sind und dann hocke ich mich an die Claire-Story hin. Hat sehr viel Spaß gemacht, das ist natürlich kurz. 4 Stunden, 16 Minuten. Ist halt ein. Man kommt relativ schnell durch. Dafür gibt es halt eben jetzt so diese ganzen verschiedenen Runs, die man machen kann, wo man immer wieder ein bisschen was anderes hat. Zum Beispiel haben ja die B-Runs halt auch ein wahres Ende. Das soll das wahre Ende sein. Das werden wir dann sehen. Wie gesagt, erstmal kommt Claire als nächstes im ersten Run dran und dann machen wir. Wahrscheinlich noch die B-Runs. Mal gucken. Also die zweiten Runs. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Das war auf jeden Fall der erste Run mit Leon. Das wird, ich weiß nicht, hau ich die alle in einer Playlist rein? Ich wollte eigentlich sekundäre Playlists machen. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ich würde es mir überlegen. Auf jeden Fall danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann im nächsten Run wieder. Bis dahin, haut rein. Euer Wildgamer YouTube. Tschüss.